Jetzt kommen wir kurz zu den ganz klaren Beweisen, dass Jesus nicht Gott ist. Und zwar erstens, im Alten Testament, Numeri 23, Vers 19, kann man alles aufschreiben. Dort steht, Gott ist kein Mensch und Gott ist nicht der Sohn eines Menschen. Was willst du mehr? Gott sagt zu dir, Gott ist kein Mensch und nicht der Sohn eines Menschen. Jesus ist Gott und Mensch, also laut Christentum, also kann er nicht Gott sein. Dann weiter. Alten Testament, Gott schläft nicht, Jesus schläft. Zum Beispiel ist er einmal auf einem Schiff, und es kommt ein Unwetter und die Jünger kommen und wecken ihn auf und sagen zu ihm, oh, guck mal, das Unwetter, und er macht Dua, er bittet Gott, ja, und das Meer hört auf zu beben. Die Frage, das Problem ist nur, Gott schläft nicht. Warum mussten die ihm erst Bescheid sagen? Wenn Gott schlafen würde, dann wäre das ganze Weltall kaputt. Würde alles zusammenbrechen. Dann, Gott speist nicht. Jesus, laut Bibel, hat einmal Hunger. Und jeder muss selber fragen, ist das mein Gott? Hat einmal Hunger und sieht ein, laut Bibel. Und wir sagen, wie gesagt, als Muslime, dass wir glauben, dass die Bibel, die wir heute haben, nicht das authentische Wort von Gott wiedergibt, sondern dass da Fehler mit hineingekommen sind. Ich gebe ein Beispiel. Esra 2, Nehemia 7. Dieselbe Geschichte wird erzählt mit 18 Widersprüchen. Kann man einem gerne vorlegen, kann er gerne widerlegen heute. Kein Problem. Hier. Dann. Er sieht den Feigenbaum und läuft zu dem Feigenbaum und dann sieht er den Feigenbaum, es sind keine Feigen. Erst wenn er Gott wäre und es all wissen, dann müsste er vorher wissen, dass der Feigenbaum keine Feigen hat. Oder? Nicht lachen, weil vielleicht fühlt sich ein Christ sonst beleidigt. Dann verflucht er den Baum, weil er wütend wird auf den Feigenbaum, verflucht ihn, du sollst ewig keine Frucht bringen. Der Baum fällt in sich zusammen. Das ist eine seltsame Geschichte. Und dann, was sagen die Jünger dann zu ihm? Die Jünger sagen dann zu ihm, ja Herr, das ist doch gar keine Saison für Feigen. Also er wusste noch nicht mal, dass die Saison für Feigen ist. Angeblich. Und uns fällt es sehr schwer zu glauben, dass dies eine authentische Stelle in der Bibel ist. Weil wenn Jesus ein Prophet ist, sieht er hier sehr, scheint es irgendwie ein bisschen, na, ich will nichts dazu sagen. Matthäus 26, Vers 39. Jesus fällt mit seinem Angesicht zu Boden und betet zu Gott oder zu sich selber und sagt, lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber wenn Jesus Gott wäre, dann wäre ja sein Wille zwangsläufig der Wille des Vaters und das Gebet hätte keinen Sinn. Matthäus 27, Vers 46. Als Jesus angeblich am Kreuze gestorben ist, wir glauben nicht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, als Muslime, soll er gerufen haben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann, wenn man einen christlichen Missionar auf der Straße fragt, wie bekomme ich das ewige Leben, dann wird er zu einem sagen, du musst daran glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Gott kam als Mensch Jesus auf die Welt, ist für deine Sünden gestorben. Das heißt, wenn ich Jesus fragen würde zu der Zeit, der ist ja der, mir am besten die Frage beantworten kann, oder? Es kommt jemand zu ihm, Markus 10, Vers 18, sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jetzt stell dir die Frage, ob Gott diese Antwort gibt. Gott, jetzt sagt Jesus, warum nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Du kennst doch die Gebote. Sollte stehlen, lügen und so weiter. Er zählt die Gebote auf. Warum sagt er nicht, du hast schon richtig erfasst, ich bin Gott, ich bin gut und glaube einfach, dass ich für deine Sünden gestorben bin, lass mich auf meinen Tod taufen und ich habe für deine Sünden bezahlt. Warum sagt er das nicht? Warum sagt er zu ihm, nenn mich nicht gut, nenn Gott gut? Dann, wir haben eben schon gefragt, ist Gott allwissend? Ja,
Lügt Gott? Nein. Er wird nach dem jüngsten Tag gefragt. Jesus sagt, ich weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Nur Gott weiß, wann der jüngste Tag ist.